zeige es mir meinen Kindern, jetzt in dem Beispiel, Ringfinger und Daumen, das hältst du so fest, dann nimmst du den zweiten und hältst ihn quasi wie ein Stift mit dem Mittelfinger. Und der untere bleibt fix, also er bewegt sich gar nicht, nur der obere bewegt sich, also der Mittelfinger quasi, auf und ab. Und so isst man quasi mit Stäbchen. Und es gibt auch mittlerweile Stäbchenhelfer. Oder man nimmt eine Serviette und ein Gummi, bindet es so ein, dass es halt so in der Form ist. Und dann kannst du auch dabei mit Stäbchen essen. Das und vieles mehr findest du auf siebenhauben.com.